Perfekt, unsere Ergebnisse sind da. Wir untersuchen, haben die Fasern untersucht, also Grace zumindest, die auf einem Ast waren, die zufälligerweise zerbrochen, also der zerbrochen auf dem Zeltplatz lag und ich dachte, da muss was Tolles dran sein. Ja, ja. Aber zuerst, ich habe wirklich die richtige Schlussfolgerung gezogen. Das Opfer wurde geschlagen und zwar mit dem Ast, tatsächlich. Und das waren Haare vom Opfer an dem Ast. Wow, krass. Und was war noch da? Kleidung vom Opfer? Nein, nicht vom Opfer, sondern des Mörders. Und die Fasern stammen von gelber Baumwolle und es ist ziemlich grob. Das heißt, es, also wie man es so in Halstüchchen verwendet. Und ein Halstuch könnte man auch leicht als Verband nutzen. Aha, also der Mörder trägt also ein gelbes Halstuch. Pfadfinder haben aber leider kein Monopol auf Halstücher. Also es könnte auch sein, dass es andere Leute sind. Ich denke immer noch an Aiden, dass der irgendwie was gemacht hat. Das Blut von den Glasscherben in der Teestube stammt von unserem Opfer. Aha, okay. Wie kamen die Scherben denn dahin? Ja, sie müssen auch in der Sohle der Schuhe von Sullivans Mörder gesteckt haben. Aha. Ach so, und die Schuhe, die stammen von einer Lesebrille. Und sie brauchte ja nicht zu erwähnen, dass das Opfer keine trug. Und bevor ich auch nur ein Wort sage, wer immer der Mörder ist, der kann keine zwei Schritte ohne seine Brille gehen. Das heißt, er muss eine Brille oder Kontaktlinsen jetzt haben, ne? Naja. Oder jetzt einfach eine Brille tragen. So, wir haben alles Nötige, um Connor Sullivans Mörder hinter Brigitte zu bringen. Ja. So, durch die Brille ist das Ganze jetzt leider noch ein bisschen anders geworden und schätzungsweise war es wohl wirklich sie. Ich habe den kleinen alten verdächtig, wie böse. Moment, aber sie mag keine Schokolade. Nee, sie kann keine erste Hilfe. Dann war sie wirklich eher... Ach Gott. Isaac, was machst du denn nur? Okay, wir verhaften ihn. Tja, das Spiel ist aus, Isaac. Wir haben reichlich Beweise, dass sie Connor Sullivan ermordet haben. Ja, manchmal müssen böse Menschen einfach aufgehalten werden, weil sie manchmal nämlich so falsch handeln, dass irgendjemand einschreiten muss. Ach, warum hat er nicht die Polizei gerufen? Sie können doch das Gesetz nicht in die Hand nehmen. Naja. Nicht verdient zu sterben. Er hat da betrunken und gefährlich, meint der Isaac. Ohne ihn hätte er die Kinder geschlagen, also ohne den Isaac. Eben mit dem Feuer im Sperrgebiet und alles. Und er versuchte das Feuer mit dem Ast zu löschen, als Mr. Sullivan auf ihn losging. Und er hat nicht eine Sekunde gezögert und schlug mit dem Ast dann auf ihn und ja, der Streit entstand und der Sullivan versuchte den Isaac an den Hals zu packen. Und am Tag zuvor hat der Isaac eben das an James sein Messer im Wald gefunden und es noch nicht zurückgegeben gehabt. Und als Mr. Sullivan eben erneut dann nochmal auf den Isaac losging, hat er einfach zugestochen, der Isaac. Oi. Und er wollte einfach nur, dass er, also dass der Sullivan ihn loslässt, aber dann kam die ganze Wut auf einmal hoch und er stach nochmal zu und nochmal. Und dann versuchten sie ihn wieder zu beleben. Sagte Jones, ja, aber dann war es leider schon zu spät. Zu spät. Oh Mann. Und was war mit dem Lagerfeuer? Warum hat er das getan? Also praktisch, dass er da verbrannt irgendwie so. Naja. Nein, das hat er nicht getan. Es wäre ihm lieber gewesen, wenn die Kinder das nicht gesehen hätten. Aber er hatte Angst, also versuchte er die Leiche verschwinden zu lassen, indem er sie verbrannte. Und er brachte das Messer in die Jägershütte zurück, damit der Verdacht eben auf den James fällt. Das sagt uns alles. Krass. Naja. Ja, und als er eben zurückkam, hat das Regen das Feuer gelöscht und die Kinder starrten die Leiche an. Das war natürlich echt bitter. Mr. Weston, Sie stehen vor Gericht, um sich für den Mord an Connor Sullivan zu verantworten. Haben Sie etwas zu Ihrer Verteidigung zu sagen? Er hat einem Mann das Leben genommen und es tut ihm sehr leid. Er ist aber auch froh, dass Mr. Sullivan nun keinen Schaden mehr anrichten kann und das ist alles. 15 Jahre Haft kriegt er. Und nach 7 Jahren Möglichkeit hat er
Also hat er die Möglichkeit, Bewährung zu beantragen. Und Richterin Hall hofft, dass er in der Zwischenzeit eben seine Taten überdenkt und herausfindet, was man vielleicht anders machen hätte können. Die Verhandlung ist gesprochen. Gute Arbeit, Julia. Wieder mal ein gut gelöster Fall. Aber Isaac tut mir immer noch leid. Er hat etwas Schreckliches getan, aber sein Opfer war auch nicht gerade ein Heiliger. Ich wünschte, es wäre anders ausgegangen. Nun ja, ich weiß ja nicht, wie es dir damit geht, aber obwohl ich gegrillte Marshmallows liebe, überlege ich mir das nächste Lagerfeuer nochmal. Tadam, das heißt, das dritte Kapitel ist fertig. Wir haben den Mörder geschnappt und jetzt müssen wir uns noch über die Hinterbliebenen kümmern. Und Samuel King kommt. Oh, also er ist natürlich beeindruckt wie immer. Und der kleine Aiden hat angerufen. Die Pfadfinder wollen sie offensichtlich um einen Gefallen bitten. Oh, und außerdem möchte dann... wir sollten nochmal mit James Savard sprechen. Wir haben ihn nämlich nicht das erste Mal fälschlich verdächtigt. Eine offizielle Entschuldigung ist fällig. Und dann kommt der Ramirez. Wir sollen ihm helfen. Ach, und wir wissen ja, dass Gertrud eine Freundin von ihm ist. Und die Hundeschau rückt immer näher. Wie viele gibt es davon? Also von den Hundeschauen. Und sie ist eben sehr gestresst und wir sollten sie ein bisschen aufmuntern. Ja, Polizei, Freunde und Helfer, wir muntern Leute für die Hundeschau auf. Das machen wir doch sofort. Hallo. Wir wollten nur gucken, wie es dir geht, Gertrud. Ja, das ist ja süß von uns. Sie hat so viel zu tun. Die Hundeschau kommt immer näher und ich habe beschlossen, Kuchen für die Besucher zu backen. Oh, Kuchen. Und sie bereitet alles vor. Sie backt sogar Kuchen für die Hunde, die am Wettbewerb teilnehmen. Sie sollten auch ihren Spaß haben, nicht wahr? Mir schwebt da etwas aus Hundefutter und Hundeleckerli. Das hört sich doch total lecker an. Woher weiß sie, dass das lecker ist? Hat sie das probiert? Naja, das ist doch eine tolle Idee, meint der Ramirez. Aber Gertrud, das hört sich an, als hätten sie sich zu viel vorgenommen. Brauchen sie Hilfe? Okay, sie hat ein Paket Hundefutter gefunden, das ihr unbekannt ist. Und die Marke und sie normalerweise nicht kauft. Und es stinkt. Der Gestank ist ja unerträglich und ob ich es mir mal anschauen kann. Und irgendwo da drüben habe ich es abgestellt. Und ich muss... Okay, ich muss es finden. Ich muss es angucken. Und... Und dann? Was muss ich dann machen? Ja, kann ich auch nichts machen, oder? Mal sehen, ob es noch gut ist, oder wie? Also, wo? Was ist ein Safe? Hier ist ein Safe? Ach, das da. Das ist ein Safe, okay. Das Hufeisen, eine Spinne. Spinne? Eine Tafel, ein Stecker, eine Uhr, ein Eimer. Hier. Die Bombe. Das Hundefutterpaket. Hier liegt ja ganz groß. Wuff, wuff. Klebeband. Zuckerstange und die Milch. Yay! Gute Arbeit! Na, er fragt sich, ob dem Hundefutter nicht wirklich etwas hinzugefügt wurde. Wir sollten vielleicht mal eine Probe nehmen. Ja, das machen wir. Wir untersuchen das Hundefutter. Sieht aber mehr aus so wie Fischfutter oder so. Was habe ich denn da jetzt gefunden? Yay, Grace wird uns bestimmt sagen können, was da denn... Hintergrund, also beziehungsweise was in dem Paket Hundefutter ist. So, dann gehen wir mal zu James und entschuldigen uns. Ach je, er mag unsere Anwesenheit nicht bedulden. Ist mir schon klar. Ja, wir wollten uns offiziell bei dir entschuldigen. Immer diese voreiligen Schlüsse von uns, tut mir echt leid. Ja, ja, es tut ihnen leid und ihm egal. Und als er gerade allmählich dachte, dass wir nicht übel sind, ach, er bleibt heute den ganzen Tag im Wald.
wenigstens dort wird ihm nicht irgendwas angehängt. Und er muss prüfen, ob die Kinder nicht mit dem Feuer im Wald spielen und die Bewohner belästigen. Und er sucht auch noch seine Vogelpfeife, sonst wäre er nämlich schon längst weg. Ja gut, dann müssen wir jetzt helfen, die Vogelpfeife zu suchen. Können wir tun. Wir schauen in die Innere, in das Innere der Hütte. Was wir da finden. Wo ist denn die Vogelpfeife? Die muss ich doch gar nicht suchen. Der Dartpfeil, dann die Handschuhe, dann Holzstücke. Oh nein. Die ist zerbrochen. Ein Seil. Eine Leiter. Eine Spinne. Staffelei. Halt. Keine Leiter. Eine Schaufel. Wo ist denn die Spinne? Der Löffel, eine Flöte, eine Gitarre. Ach, dahinter. So. Da, da. Ja, die Holzstücke sehen komisch aus. Wir sollten es wieder zusammensetzen. Nichts leichter als das. So, wie ich mich vorher im vorigen Part bei diesem Holzast angestellt habe, war das echt bitter. Aber das war jetzt nicht allzu schwer. So. Eine Vogelpfeife. Gute Arbeit. Das war da tatsächlich James Pfeife. Lasst uns ihm das wiedergeben. Hier, James, deine Vogelpfeife. Oh, wir haben sie gefunden. Super, wo war sie denn versteckt? Er hat nämlich jeden Winkel der Hütte durchsucht. Naja, sie war leider kaputt, aber wir haben sie wieder zusammengesetzt. Ach ja, stimmt, das hat er ganz vergessen. Vor Ärger hat er, also über das Verhör, hat er sie zerbrochen. Hm. Naja, er braucht sie, wenn er draußen ist. Und jetzt also entschuldigen Sie mich, dass ich Sie vorhin angeschrien habe. Ach, jetzt ist alles wieder gut zwischen uns und James. Das ist schön, weil der ist eigentlich total nett. Und er will weniger launisch sein. Wenn er aus dem Wald zurückkommt, ja. Das beruhigt bestimmt im Wald. Und er hat etwas zum Essen. Er hat einen Burger für uns. Das ist ja toll. Perfekt. Ja, dann fehlt nur noch der Aiden.